People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed. Yo, yo, yo. Und hallo und herzlich willkommen zu einem FIFA 17 News Video. Ja, in diesem Video werde ich mich auf den Teaser beziehen, den EA inzwischen veröffentlicht hat. Ja. Und zunächst einmal die Frage, wann kommt dieses geniale Spiel eigentlich raus? Also die Demo soll am 6. September kommen, die FUT 17 Web App am 13. September und am 29. September ist ganz sicher, dass da das Spiel released wird. Das weiß ich von der offiziellen Seite, also von EA.com. Die anderen Sachen sind mit Fragezeichen markiert, nicht ganz sicher. Und wer ist denn auf dem Cover? Ja, auf dem Cover ist nicht mehr Lionel Messi, denn der Vertrag wurde nicht verlängert und deswegen wird noch spekuliert, wer nun auf das Cover kommt. Es könnte der gute Herr Vardy sein, das Bild ist übrigens fanmade, oder sind wahrscheinlich die vier Herren, die sind auch etwas offizieller sozusagen. Und jetzt geht es zum Teaser, zur Frame-by-Frame-Analyse. So, hier sehen wir erstmal das alte EA-Logo. Ja, und damit wollen sie so ausdrucken, sie zeigen ja hier mehrere Versionen, dass sie alle FIFA-Versionen gleichsetzen, also sie setzen alle auf einen Punkt und wollen damit auf die Veränderungen anspielen. Das kommt ja dann, dass sie das verändern. Fußball verändert sich nicht, sie verändern das. Damit spielen sie ganz klar auf die Frostbite-Engine an, mit der sie sich natürlich mehr ausdrücken wollen und auch einen neuen Weg gehen wollen. Außerdem haben wir durch die Motion-Capturing-Spieler, hier sehen wir auch nochmal einen Frame aus dem Trailer, wollen sie neue Animationen, bessere Spieler und auch hier bessere Gesichter einbauen. Was denn jetzt aber wirklich dabei rauskommt, das entscheidet auf jeden Fall die E3, die auch demnächst ist. Da werden wir mehr über dieses Spiel erfahren. Und jetzt noch eine Sache, FIFA 17 kann man bereits vorbestellen. Hier kostet aktuell in der Deluxe Edition 90 Euro. Und das war's eigentlich schon mit den FIFA 17 News. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich werde ein paar Talks zur Frostbite Engine etc. bringen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonnement krass, positive Bewertung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wirklich, haut alles raus, was ihr raushauen wollt. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.